auf ins vorvorletzte Level. Und hier weiß ich immer nicht, wie ich anfangen muss. Kann man diesen Knopf betätigen? Nein. Ich habe das Spiel, The Room 1, bestimmt schon 3-4 Mal durchgespielt und ich weiß immer noch nicht, wie ich hier anfangen muss. Ich vergesse es einfach immer wieder. Hier vielleicht. Und das sieht gut aus. Jawollo. Ein Messing-Kurbelgriff. 7 von 7, das letzte Schriftstück. 15. August. Irgendetwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich. Und ich kann mich nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Was flüstert denn da so im Hintergrund? Ich verstehe sie im Blick zu behalten. Ne, ich versuche. Alter. Ich versuche sie im Blick zu behalten. Doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, das wäre dann wohl ich und du. Ich vermag dies nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Entschuldigung, das ist meine riesengroße Standuhr, die hinter mir steht. Die hat man noch nie im Video gehört. Jetzt hat man sie gehört. Das Haus ist nunmehr so gewachsen. Überall finden sich Räume. Was hat das zu bedeuten? Hat er ausgebaut? Oder sind sie durch mysteriöse Weise entstanden? Man weiß es nicht. Diesen schönen Schlüssel, beziehungsweise diese Kurve können wir einsetzen. Hier? Keine Ahnung. Nee. Kann ich hier... Ah, hier. Alles klar. Dreh, dreh, dreh. Oh. Dreh, 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 dreh. Und da kommt das Hauptelement dieses Levels. Ein Brett, mit dem wir noch nichts anfangen können, aber gleich. Nachdem wir diesen Knopf gedrückt haben. Und wir sehen ein Schwert. Jetzt können wir mit diesem Brett was anfangen. Und zwar, und das, Vorsicht Spoiler, jetzt spoilere ich euch mal kurz. Beziehungsweise das ist ja ein Spoiler schon an sich, denn diesen Raum werden wir im zweiten Teil wiedersehen. Das habe ich auch erst später gemerkt. Das ist mir vor allem noch im Kopf geblieben. So, wir müssen hier wieder dieses Zeichen zusammenstellen, was eigentlich nicht so schwierig ist. Und da ist der Dolch. Den wir hier in die Mitte, in das mittlere Loch einführen können. Und dann passiert Folgendes. Jawohl. Die halbe Milchstraße ist jetzt hier vertreten. Und ein komisches Tastenfeld. Hier können wir... Oh, guck mal einer an. Jetzt wissen wir auch schon direkt, was wir da eingeben müssen. Zack, 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 zack. Jawohl, richtig. Jackpot. Wir dürfen wieder aufs Knöpfchen drücken. Non est ad astra modis aeteris. Das ist die Zahl 6, ne? Ja.
Ist das lateinisch? Keine Ahnung. Andi, falls du gerade zuguckst, du kannst lateinisch, übersetzt das mal. So. Die Planeten. Wir können jetzt quasi durch das Brett durchgucken und die Planeten sehen. Aber was ist das für ein Raum hier dahinter? Auf jeden Fall haben wir einen Zeichencode mal wieder, den wir hier direkt. Moment, gucken wir nochmal an. Eingeben können. Ups. Und hier haben wir wieder unser Zeichen zum Zusammenbauen. Und wir bekommen ein großes Goldamulett. Welches wir, glaube ich, hier einsetzen können. Genau. Und da verschwindet unser Planetenmodell wieder. Und der Dolch ist weg. Meine Standuhr wieder, übrigens. So, was das genau zu bedeuten hat, sehen wir, wenn wir hier durchgucken. Ja, creepy, ne? So, hier sind zwei Löcher. Wenn wir jetzt hier weiter drehen, dreht sich die Plattform hier. Upsa. Dann haben wir hier ein Loch. Zwei Löcher. Na komm. Und nochmal ein Loch. Was? Was hat das nur zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Und da ist es. Das, wonach wir schon die ganze Zeit suchen. Das Null-Element. Schick. Wir nehmen es mal mit. Und wir drücken ein letztes Mal hier drauf. Und das Zeichen des Null-Elements als Sternzeichen. Alles klar. Pam. Da sind wir nun. In diesem komischen Raum. Mit flüsternden Stimmen im Hintergrund. Mama, bist du's? Nee. Was musste ich jetzt hier nochmal? Achso, ich muss erstmal ranzoomen. Alles klar. Ich muss wieder unser geliebtes Zeichen zusammenbauen. Diesmal ist es aber anders. Diesmal ist es die kleinere Version. Und hier kommt unser schickes Null-Element. Und was passiert jetzt? Oh nein! Wir werden weggesogen! In den Himmel! Kapitel abgeschlossen. Damit sind wir schon fast am Ende des ersten Teils. Bis hierhin ging die erste Version. Nach einem kleinen Update kam dann das Level, was jetzt kommt. Und das schauen wir uns jetzt noch an. Da sind wir jetzt. In einem mystischen Raum. Wo in aller Welt bin ich? Ja, mit Zahnrädern und Mechanismen und Qualm. Und natürlich einem schicken Kasten mal wieder und der Zeichnung des Null-Elements. Und die Skizze wurde zerrissen. Lesen wir erstmal die Notiz. Sieht aus wie ein Hinweis, alles klar. Ein absonderliches Gefühl der Bewegung. Nicht vollends
wie sich drehen, nicht vollends wie fallen. Ich fühlte, wie ich die Schwelle überschritt und die Visionen verlebte. Färbten? Ich, entschuldigt bitte, es ist 5:30 nachmittags. Vielleicht sollten sie mich nur an diesen Ort bringen. Der Weg zurück verschließt sich und hinter mir. Lest einfach selber. Mach Pause und lest selber. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. So. Ja, dieses Level habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Das heißt, es könnte sein, dass wir hier länger dran sitzen. Hier haben wir auf jeden Fall einen Schalter, den ich mal betätige. Und noch mehr Schalter. Ja, da sollten wohl Zahnräder hin. Was haben wir hier noch? Nix. Haben wir noch ein kryptisches Zeichen und noch mehr kryptische Zeichen. Und hier ist ein Schlitz. Oh. Cool. Nur weiß ich jetzt noch nicht, was mir das bringt. Ah doch, guck mal. 1, 2, 3, aber da ist noch nichts. Gut, also bringt mir das anscheinend noch nichts. Was haben wir hier noch? Zwei kleine Löcher. Okay, gucken wir uns mal auf dem Tisch um. Noch eine Aussparung. Scheint so, als müsste ich doch erstmal an der Außenseite anfangen. Kann ich hier irgendwas machen? Scheint mir tatsächlich erstmal nicht so. Aber ich habe ja auch... Moment, guck mal noch mit dem Okular hier drauf. Oh! Guck mal eine an. Moment, sieht man das? Man könnte es sehen, aber es ist schwer zu erkennen. Und jetzt? Ach so, guck mal. Haha, Zahnrad. Das Dreieckige. Also das mit der dreieckigen Dingens. Du weißt schon, was ich meine. Das hier unten. Oh, guck mal einer an. Oh. Und jetzt? Moment. Nee. Aha, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Scheiße. Ah, wenn ich das loslasse. Ah, alles klar. Das hier unten muss ich als letztes machen. Oh shit, Moment. Wie habe ich das denn am Anfang gemacht? Ah, nee.
muss mir die Mitte frei halten. Moment, ich gehe mal nochmal hier außen rum. Das geht auch nicht.